Also mein Name ist Mustafa Uertani, bin 68, lebe seit 50 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, habe alle Rollen, die man spielen kann, in Deutschland gespielt. Ich war Schüler, ich war Gastarbeiter, ich war Abendschüler, ich war Student, ich war Verwaltungsangestellter, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich war Dozent und bin nun im Ruhestand und bin ehrenamtlich tätig. Ich wollte alles erlernen und kennenlernen. Ach, es lag daran, dass ich keine Mutter und keinen Vater hinter mir hatten, die mich beschäftigt haben. Ich hatte kein Zuhause, ich musste mir die Welt erschließen. Ich habe Deutschland nie gesehen. Ich bin blind. Ich bin durch eine Krankheit blind geworden. Ja, das ist so die Vielfalt des Lebens. Ich bin auch alt. Ich hatte auch das Glück, als junger Mensch einen Beruf zu erlernen, wo ich sehr viele Hemmungen dabei abgebaut habe. Ich war Masseur. Und Masseur hat mir geholfen, einfach auf Menschen zuzugehen, Menschen anzufassen, ohne Hemmungen zu haben oder ohne sich dabei schlechtes Gewissen zu haben. Wissen Sie, der Unterschied zwischen Blindheit und anderen Behinderungen, die anderen Behinderten sehen, die Gesichter, die sich ändern oder schlechtes Gewissen haben oder einen ablehnen oder annehmen. Die Blindheit ist ein Schutzmantel. Ich sehe die Gesichter nicht. Wer mich stehen lässt, lässt er sich selbst stehen, weil er schlechtes Gewissen hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Er geht an mir vorbei, gibt mir keine Antwort. Er geht mit schlechtes Gewissen vorbei, aber ich habe ihn nicht mitbekommen.